geiles, schönes Wetter mit viel Sonne. Habe auch schon jetzt Sport gemacht und im Garten auch sehr tatkräftig. Gab einiges zu tun. Letzten Wochen waren ein bisschen anspruchsvoller. Viel Regen, Schnecken, Pilzkrankheiten. Dennoch hat bei mir jetzt auch schon die gute Ernte angefangen von zum Beispiel den Tomaten. Wirklich geile, schmackhafte Sachen, die auch meine Kunden bestätigen können. Die freuen sich richtig tierisch darauf. Geile Tomaten, schön sonnengereift, schön mit Geschmack, schön süß und bunt. Und das schon recht am Anfang im Juli, weil ich die Tomaten ja schon sehr früh rausgesetzt habe. So Anfang, Mitte April. Das Risiko hat sich gelohnt. Allerdings war ich dann doch ein bisschen erschrocken. Bei den ganzen Regenperioden, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, haben es dann doch einige schwächere Tomaten mit der Braunfäule erwischt. Und da dachte ich dann schon, fuck, ist wahrscheinlich schon recht früh vorbei. Warum? Die Ernte beginnt doch erst jetzt. Die erste Maßnahme, die betroffenen Pflanzenteile zu entfernen und danach mit Knoblauchsud und mit Natron die gesunden Pflanzen und auch die gesunden Pflanzenteile vorbeugend zu besprühen. Das mache ich in regelmäßigen Abständen, wenn ich dann wieder weiß, dass eine längere Periode kommt, wo es dann doch etwas kühler wird und etwas mehr Regen runterkommt. Und bei den Gurken, wie beim letzten Mal in meinem Gartenarbeit-Video, tue ich die immer noch alle zwei Tage besprühen mit dem Knoblauchsud und auch mit der Natronlauge, nenne ich die mal, weil die den falschen Mehltau schon haben. Der geht jetzt auch langsam zurück. Die Gurken treiben auch ziemlich gut aus. Hab dann nochmal gemulcht, ein bisschen Brennnesseljauche, den auch noch gegeben, effektive Mikroorganismen. Sind jetzt schon kräftige Pflanzen und geben halt auch weiterhin schöne Gurken. Natürlich eine weitere Verbreitung des Pilzes wie Braunfäule, Mehltau vorzubeugen. Kommt auch die Pflege hier mit ins Spiel. Das heißt, ich tue die untersten Blätter von zum Beispiel den Gurken entfernen und sie auch ausgeizen, genauso wie bei den Tomaten die Seitentrieben entfernen und auch die untersten Blätter entfernen, damit es auch etwas luftig von unten her bleibt und die Luftzirkulation auch da ist, dass es nicht zu feucht wird. Entferne ich die Blätter nur bis zu der ersten Rispe oder bei den Gurken bis zu den neuesten Blütenansätze, weil ja die Blätter dafür da sind, dass sie Pflanze Photosynthese betreiben kann, dadurch ihr Zucker bekommt und ich möchte halt süße Früchte haben. Den Anspruch habe ich an mich und meine Kunden. Qualität. Allerdings konnte ich nicht alle Pflanzen davor retten. Die Kartoffeln, die im Freiland waren, hat es dann auch schon ziemlich schnell erwischt. Musste sie auch schon vorzeitig, so Anfang Juli, ernten. Hätten noch gut einen Monat drin bleiben können, wären ein bisschen größere Knollen rausgekommen. Aber das Positive: ich konnte mehr ernten als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ein bisschen zu trocken. Trotz alledem hat mich die Sorte der Blaue Schweden nicht enttäuscht. Da konnte ich jetzt schöne Tomaten machen und da wird sich meine Mom freuen, wenn sie dann wieder blaue Herzogin-Kartoffeln machen kann. Oder blauen Kartoffelbrei. Das schaut so lustig aus. Mit den farbigen Kartoffeln kann man so viele lustige Sachen machen und die Gesichtsausdrücke von den Leuten ist auch einzigartig. Beiden Kartoffelsorten, der blaue Schwede und die rote Emali, sind vorwiegend festkochende Kartoffelsorten und haben einen intensiven und leicht süßlichen Geschmack. Das von Hörensagen, weil ich esse ja keine Kartoffel. Ich verlasse mich da auf meine Eltern und meine Kunden. Als Nachkultur habe ich dann gleich für den Herbst den schwarzen Radi ausgesät. Man hätte auch Radieschen aussehen können, nochmal Buschbohnen oder zum Beispiel Salate für den Sommer, wie zum Beispiel den Batavia-Salat, wenn er vorgezogen und schon fertig gewesen wäre. Oder auch der Herbstsalate wie Endivie, die jetzt bei mir gerade in der Vorzucht sind. Da konnte ich jetzt auch schon mal ein paar vereinzeln und auch pikieren. Oder wenn du auch schon dabei bist, was ich auch gerade mache, Grünkohl oder auch Rosenkohl, die auch gerade bei mir in der Vorzucht sind, hättest du die jetzt schon fertig gehabt, kannst du gleich nach der Kartoffelernte reinsetzen, hast du vielleicht noch schon vor dem ersten Frost deine ersten schönen Grünkohlpflanzen oder auch etwas ernten kannst oder auch einen Rosenkohl. Wirsing, Spitzkohl sind auch noch alles wunderbare Sachen, die du jetzt noch im Herbst
dann als Nachkultur für die Kartoffeln reinsetzen kannst, dass du dann eine super Ernte hast, zum Beispiel um halt Sauerkraut für den Winter zu machen. Ein Schwung roter Beete, Pastinaken und Karotten wären vielleicht jetzt nicht mehr ganz so groß, wenn du sie früher ausgesät hättest, aber es ist immerhin noch etwas. Weitere Herbstsalate sind zum Beispiel Zuckerrot oder Chicorée, oder du möchtest Gründüngerpflanzen aussehen, zum Beispiel Phacelia oder auch Buchweizen, Luzerne, kannst du auch alles noch machen, um deinen Boden ein bisschen aufzubessern. Wichtig bei den Kartoffeln ist, halt dir auch ein paar Pflanzkartoffeln zurück, damit du dann nächstes Jahr wieder neue setzen kannst. Und die musst du jetzt nicht unbedingt dunkel lagern. Für Pflanzkartoffeln, die kannst du auch im Winter hindurch im Haus an der Südseite liegen lassen. Das mache ich auch. Die werden grün, ist sogar gut. Diese Bitterstoffe, dass sie sich bilden, dient als Fraßschutz. Aber nur bei den Pflanzkartoffeln, nicht bei den Speisekartoffeln. Da nicht das grüne Essen. Der Knoblauch ist bei mir auch schon so gut wie zum 90% abgeerntet. Konnte da auch einige große Prachtexemplare ernten. Hab die geerntet, ein bisschen mit der Erde abgeschüttelt, die mit der Erde antrocknen lassen, damit die Lagerfähigkeit erhöht wird. Und dann kann man schöne Knoblauchzöpfe draus machen und sie für den Winter hinhängen und einlagern. Ich nutze auch meine sehr gerne für einen Knoblauchsud, den ich ja dann so selbst herstelle. Einfach den Kreislauf schießen. Warum sollte ich mir jetzt Knoblauch von außen holen für meine Pflanzen? Gleich den direkt holen. Ich verkaufe doch die so gut wie alles dann noch weiter. Und ein bisschen lasse ich auch noch zurück, so gut 5-10%, damit ich dann auch wieder im Herbst neuen Knoblauch stecken kann. Wichtig bei den ganzen Wurzelgemüse, was du jetzt geerntet hast, sowohl bei den Kartoffeln oder auch beim Knoblauch, auch wieder anfangen, den Boden ordentlich zu bedecken mit Grasschnitt und anderem Mulchmaterial, damit das Bodenleben hier nicht gestört wird durch die Sonne, dass es auch nicht austrocknet und es auch wieder weiter neuen guten Humusboden aufbauen kann. Du hast ja nämlich etwas rausgenommen, dicke Wurzeln, die müssen ja auch wieder in irgendeiner Form zurückgebracht werden vom organischen Material her. Mulch wird dann für dich auch irgendwann ein Dauerdünger, musst dann nichts mehr zukaufen und du sparst auch wirklich ordentlich Wasser. Und das wird in den Jahren sehr wertvoll sein. Bau einen guten Boden auf und mulch den, dann brauchst du weniger Wasser. Wird wichtig werden. Stichwort Gießen ist auch sehr wichtig, um jetzt in den nächsten heißen Sommertagen effizient zu arbeiten, um auch Wasser zu sparen. Nicht, dass dir das Wasser ausgeht und deine Pflanzen vertrocknen. Ist halt ziemlich ärgerlich und auch schade für die ganze Arbeit. Und du willst ja auch eine ordentliche Ernte haben. Also, am besten du gießt morgen, weil da sich jetzt die Schnecken zurückziehen. Wenn du am Abend gießt, sind die Schnecken dann den ganzen Abend aktiv und freuen sich über das zusätzliche Wasser, was du ihnen gegeben hast, und können sie eine schöne Party feiern. Und morgens halt deshalb, wenn du in der Mittagssonne gießt, mit der Hitze kannst du dann eventuell einen Sonnenbrand bei den Pflanzen verursachen, wenn du dann die Blätter erwischt und dann durch die Spiegelung mit der Sonne da Verbrennungen verursacht werden können. Und in der Mittagszeit kann es auch passieren, wenn du dann eine offene Erde hast, dass dann da das Wasser schneller verdunstet. Nutze am besten vorher aufgewärmtes Regenwasser, eventuell so solche Aufwärmbecken wie ich oder auch IBC-Tanks, wo dann die Sonne ein bisschen reinknallen kann und es sich da ein bisschen aufwärmt. Bei einem Brunnen oder wenn du eine Zisterne hast, wird das Wasser etwas kühler sein. Wäre dann gut, wenn du dann irgendwelche Regentonnen oder Fässer hast, damit du halt dann das Wasser erstmal von der Sonne aufwärmen lassen kannst. Das gleiche gilt auch für das Wasser aus der Leitung, weil wenn du jetzt zum Beispiel damit deine Gurken gießt, besonders bei denen, die sind ein bisschen anfälliger, die mögen das jetzt nicht unbedingt, wenn ihr intimen Bereich unten die Wurzeln und auch der Stängel einen Kälteschock abbekommen. Ist nochmal zusätzlicher Stress für die Pflanzen, den du vermeiden solltest. Wichtig ist auch, dass du dir angewöhnst, einmal ordentlich zu gießen, damit der ganze Bereich richtig schön feucht ist, damit dann die Pflanzen, wenn sie die Wasser an der Oberfläche aufgebraucht haben mit ihren Wurzeln, dann weiter nach unten gehen und in der tieferen Schichten dann das Wasser folgen, damit sie bessere Wurzeln auch bekommen und sich dann das Wasser von den unteren Schichten erschließen können, anstelle immer ein bisschen was zu gießen und dann die Pflanzen nur oberflächlich ihre Wurzeln ausbilden. Wenn du mulchst, kannst du ein bisschen von deinem Mulchmaterial wegziehen, damit du dann direkt die Erde begießt und nicht dann das ganze Wasser im Mulchmaterial zum Beispiel verschwendest. Oder du kannst auch Olas nutzen, damit du zum Beispiel direkt im Wurzelbereich von deinen Pflanzen gelangst und ihnen halt das Wasser gibst, wo sie es halt benötigen. Kübelpflanzen wird das Ganze ein bisschen ausgefeilter, weil wenn die jetzt ganz trocken sind und du fängst dann an, die zu gießen, dann fließt das ganze Wasser die dann unten raus. Da musst du dann folgendermaßen vorgehen, dass du dann die Kübelpflanzen ein bisschen gießt, machst dann einen kleinen Rundgang, wartest dann 5 Minuten und gießt dann nochmal deine Pflanzen und machst das dann so lange, bis dann die Erde dann immer feuchter wird, dann nach und nach immer besser das Wasser auffangen kann. Oder du hast Untersetzung und kannst deine Pflanzen dann von unten her gießen, dann wird sich die Erde dann auch von unten her
schön aufsaugen und die Pflanzen werden sich auch dann das Wasser von unten holen, weil sie da ihre Wurzeln ausbilden. Aber auch aufpassen, wenn du dann Dauerregen hast und die stehen dann in diese, in den stehenden Wasser, dann kann es dann sein, dass dadurch eine Fäulnis entsteht. Also dann da aufpassen, die da raus aus den Untersetzern zu stellen. Was für ein deutscher Satz. Meine Nachbarn sind auch immer sehr fleißig daran, mir organisches Material zu bringen. Neben dem Grasschnitt auch wieder neue Sachen, wie jetzt zum Beispiel Rückschnitte von einem Bambus und auch einen notgedrungenen Ast, der abgeschnitten worden ist wegen dem Sturm. Kann ich wieder alles durchhäckseln, habe wieder neues organisches Material zum Mulchen. Und wisst ihr, was mich beruhigt nach der ganzen Arbeit? Ja, auch die wunderbare Ernte von der Gurken, von den Zucchini und von den Tomaten. Ja, aber auch der schöne Lavendel und die geile Sonnenblume, die jetzt gerade anfangen schön zu blühen, wo dann so viele Hummeln, Wildbienen und Insekten da sind. Alles wunderbar schön riecht. Ich rieche sehr gerne an dem Lavendel und ich rieche auch sehr gerne an die Sonnenblume. Und ich kann auch durchaus verstehen, warum die Bienen ihren ganzen Kopf in die Sonnenblume reinstecken und sie dann voller Pollen sind. Die riechen wirklich sehr geil. Wirklich sehr gut. Und meine Nachbarn und Menschen, die vorbeikommen, sind auch immer wieder begeistert von der ganzen Pracht, die durch den Lavendel entsteht. So eine schöne Pflanze, so viele geile Bienen aller Art, Schmetterlinge. Und wenn es dann wieder soweit ist, werde ich dann wieder Lavendelsäckchen draus machen für den besseren Schlaf gegen Mücken und auch gegen Motten im Kleiderschrank oder im Essensvorrat. Werde ich auch wieder verkaufen. Thymian-Kissen habe ich mir auch schon gemacht, der riecht auch wirklich gut. Und weil die Natur so schön ist, werde ich das Video jetzt hier beenden, weiter raus in den Garten gehen, Sonne tanken, frische Luft und das Leben genießen. Natürlich auch nebenbei arbeiten, so ist es jetzt nicht. Gibt ja genug zu tun, aber es ist schön. Wenn dich mein Projekt und meine Permakultur-Videos interessieren, hier hast du noch weitere spannende Videos, gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und schreib mir auch gerne, was du bereits aus deinem Garten ernten kannst.